bereit? Also das ist der Mini, der kam vor einer halben Stunde an. Die Besitzer haben ihn abgegeben, weil er so doll an der Leine zieht und sie schon alles ausprobiert haben, auch mit vielen Hundetrainern. Und sie haben das dann in den Griff bekommen. Man muss aber dazu sagen, er hat eine Hundedame als Freundin und wahrscheinlich hat ihn das noch zusätzlich aufgezogen. Aber er hat es auch gemacht, wenn sie einzeln spazieren waren. Genau. Er konnte quasi nur wenige Meter mal an der Leine gehen, weil man aufmerksam gehalten hat und dann hat er sich in die Leine gehängt und hat die Leute weggezogen. Hat er auch am Anfang bei mir gemacht. Wir haben das jetzt 10 Minuten trainiert. Ich bin losgelaufen und er hat mich sofort Richtung Wald gezogen. Ja, und genau, ich zeige euch jetzt mal, wie er es jetzt macht. So, wegen mitgehen, Mama, sonst hört man es nicht. Wenn wir mit den Hunden Gassi gehen, ist es selbstverständlich für uns, dass sie ganz normal und entspannt an der Leine laufen. Wenn ich stehen bleibe, bleiben sie auch stehen. Und sie müssen mich nicht ständig anschauen. Sie sollen einfach mitgehen und schauen, wo ich bin. Aber es soll nichts sein, was jetzt ein Akt wird oder groß zu trainieren ist, wie ein Kunststück, wo sie dann ständig Leckerlis reingestopft kriegen. Ich lasse die Leine einfach hängen und solange er da bleibt, ist es in Ordnung. Er darf auch mal schauen gehen und wenn ich das jetzt zulasse, dass er sich reinhängt in die Leine, so wie gerade eben, dann macht es natürlich nicht mehr so schlimm wie am Anfang, dann wird es immer schlimmer. Dann hängt er sich rein und dann ist für ihn dieser ständige Zug total normal. Er hat es jetzt ganz wenig gemacht, aber es war mir eigentlich schon zu viel und eigentlich hätte ich eingreifen müssen. Kann ich joggen gehen und muss mich überhaupt nicht umdrehen, weil ich weiß, mein Hund ist eh mein Schatten. Was man gar nicht machen darf und das macht am meisten ist, was man mit dem Schuh. Oh, der Wind wird stärker. Also, das ist zum Beispiel zu arg und das würde den Hund viel zu viel Konzentration kosten. Man kann ja keine 2 Stunden so durch die Gegend laufen. Jetzt guckt er ständig auf mich, er guckt aber auch in der Gegend rum, er interessiert sich für alles und wenn ich mich umdrehe oder stehen bleibe, schaut er mich kurz an und ist entspannt. Wir haben bis jetzt 10 Minuten trainiert und hat kein einziges Mal versucht, an der Leine zu ziehen. Entgegenkommt, mache ich zum Beispiel auch nicht. Viele tun ihre Hunde von Anfang an, wenn jemand entgegenkommt, ablegen lassen oder hinsetzen lassen. Die wollen sich aber vielleicht jetzt nicht in diesen Schlamm setzen oder es ist das größere Problem für die Hunde, sich jetzt in diesen Sauwetter abzulegen, als die Tatsache, dass jemand entgegenkommt. Das war mir schon zu viel, dann korrigiere ich ihn und dann lasse ich ihn auch wieder in Ruhe. Also die Tatsache, dass jemand entgegenkommt, soll einfach für den Hund scheißegal sein. Ich beachte es nicht, der Hund beachtet es nicht und so muss ich auch vorbeilaufen. Wenn jemand entgegenkommt und ich sage schon zum Hund, Mini, ja fein, ist fein, komm geh vorbei, ja fein, dann denkt er ja irgendwann, oh Gott, da kommt jemand entgegen, ist die alte Mischugge. Ist das was Schlimmes? Muss ich mein Herrchen beschützen? Ist da irgendwas Besonderes dran? Nein, ich muss dem Hund von Anfang an vermitteln, wie wenn da niemand ist. So gehe ich vorbei, egal ob da Hund dabei ist, 5000 Mann-Gruppe oder Elefant entgegenkommt. Es ist völlig egal. Ich gehe vorbei, wie wenn nichts ist. Und so behandle ich meinen Hund auch.
wenn er anfängt zu kläffen oder auch nur annähernd in die Richtung zu ziehen, dann korrigiere ich ihn. Manchmal reicht Stimme, manchmal einfach kurzen Impuls mit der Leine. Wenn ich es aber schon zulasse, dass mein Hund in die Richtung zieht, das Bellen anfängt und ich dann erst einschreie, dann habe ich meistens keine Chance mehr, weil der Hund schon so in dem Modus ist, zu diesem Gegenüber zu ziehen, dass ich ihn da überhaupt nicht mehr rauskriege. Kommt natürlich jetzt leider niemand. Und wenn ich gehe, dann einfach die Leine durchhängen lassen, auch jetzt ständig so, weil auch das merkt der Hund, wenn ich so laufe und immer zu auf Spannung bin und denke, hoffentlich zieht er jetzt nicht gleich. Nein, ich laufe, hab den Hund an zwei Fingern und so entspannt ich auch mein Hund. Jetzt geht er recht weit weg, das ist auch in Ordnung. Er soll ja nicht bei Fuß laufen, er soll nur entspannt an der Leine gehen. Jetzt kommt er erstmal zu Fuß und hat aber gleich reagiert.